Bha bzw. Bha. Bha und Bha sind zwei verschiedene Ausdrücke, die unterschiedliches bedeuten, aber gleich geschrieben werden in der vereinfachten Umschrift von Sanskrit-Wörtern. Bha mit langem A heißt strahlen, heißt leuchten, heißt Glanz, heißt Licht. Du kennst sicherlich Kapalabhati. Bhati ist das Leuchten, das Strahlen. Aber Bha an sich ist schon Strahlen und Leuchten. Kapalabhati heißt der strahlende Kopf. Und es gibt eine Menge von Sanskrit-Ausdrücken, in denen Bha enthalten ist und heißt dort Strahlen und Leuchten. Bha kurz steht für Bruder. Bha kurz, also Bruder, und ist ein Hindi-Ausdruck. Es gibt auch den Fest von Bha, den Festtag von Bha, das ist Teil der Diwali-Feierlichkeiten, in denen Geschwister sich gegenseitig begrüßen und ihre Liebe ausdrücken. Das ist also der Tag von Bha. Und Bha ist Strahlen und Leuchten. Es gibt auch ein schönes Mantra. Om Natatra Suryo Bhatina Chandatarakam Nema Vidyoto Bhanti Kutaya Magnihi Tameva Bhantu Samapati Sarvam Tasya Sarvam Bhamidam Vibhati. Da geht es immer um Bha, um das Strahlen, das sagt, nichts leuchtet ohne das Licht des Göttlichen und des Ewigen. Die Sonne, der Mond, die Sterne, alles sind Ausdruck des Leuchtens, des Strahlens, des höchsten Bewusstseins. Mögen wir dieses höchste Strahlen erfahren. Mögen wir mit dem strahlenden Licht des höchsten Bewusstseins verschmelzen und unsere Einheit erkennen. In diesem Sinne, Bha als Leuchten ist so wichtig. Du kannst die göttliche Kraft erfahren als Licht, als Leuchten. Leuchten in deinem Herzen, Leuchten von oben. Leuchten in der ganzen Welt. Bha, Leuchten und Strahlen. Bha, Bruder. Ja, das war's für heute im Yoga Vidya Multimedia Sanskrit Lexikon. Ich spreche ja zu etwa 2000 verschiedenen Sanskrit-Ausdrücken, die für Yoga, Meditation, Ayurveda, indische Philosophie, indische Mythologie Bedeutung haben und gebe dazu kurze Erläuterungen. Das soll helfen, dass du dich mit diesen Sanskrit-Ausdrücken vertraut machen kannst. So werde ich in diesen Videovorträgen und Audiovorträgen immer wieder das Wort auch wiederholen, in der Hoffnung, dass du einiges davon behalten kannst. Du kannst so diese Videos und Audios eine nach dem anderen anhören, um sie zu lernen, vielleicht auch im Rahmen einer Yogalehrerausbildung, vielleicht auch einfach, um mehr über diese Ausdrücke zu lernen. Oder du kannst sie auch nachschauen. Du kannst einfach gehen auf www.yoga-vidya.de und dann kannst du einen beliebigen Sanskrit-Ausdruck eingeben. Und gerade wenn er im Kontext von Yoga, Meditation, Ayurveda, indische Philosophie und Mythologie verwendet wird, solltest du das Wort als Übersetzung finden. Wenn du es nicht findest, dann schick uns eine E-Mail, zum Beispiel an info@yoga-vidya.de. Wir werden dann dafür sorgen, dass das betreffende Sanskrit-Wort, das du nicht kennst und nicht findest, dort finden wirst. Und auch wenn du ein Sanskrit-Wort hast, das du gerne als Vortrag erläutert haben willst, eben als Video oder Audio, dann schicke auch eine Mail an sukadev@yoga-vidya.de. Dann werde ich darüber gerne einen Videovortrag geben. Ja, an dieser Stelle möchte ich auch nochmal Raffaela danken, welche diese Videoaufnahmen macht und so damit dazu beiträgt, dass diese Videoaufnahmen ins Internet stellen. Sie macht auch immer diese wunderschönen Blumenarrangements und beschriftet die Videos und trägt dazu ganz entscheidend bei, dass diese Audio- und Videoaufnahmen für dich zur Verfügung stehen. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.